Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Hertha BSC und wir gehen rein. Ich habe den Sound angepasst für alle, die sich beschwert haben. Ich achte drauf. Los geht's. Ja, der FC Bayern bereitet sich auf sein letztes Sonntagsspiel vor in dieser Saison. Übermorgen in der Allianz Arena 15.30 Uhr gegen Hertha BSC Berlin. Willkommen zur Medienrunde mit Thomas Tuchel. Willkommen, willkommen. Und beginnend gleich mit der ersten Frage. Er meldet sich schon. Mach mal Handy aus, Kollege. Torben Hoffmann für Sky, bitte. Thomas, Mitte der Woche war der Ehrenpräsident auf dem Platz. Für einige überraschend. Wie überraschend war es für Sie? Was war Inhalt des Gesprächs? Ist ja ungewöhnlich, dass jetzt auch Uli Inhalt Hörst war Tagesgeschäft. Thomas, du machst wirklich eine super klasse Arbeit hier. Seitdem du da bist, geht das richtig gut ab. Ne? Lob und Anerkennung dafür. Das war der Inhalt dieses Gesprächs. Anscheinend. Als wenn wir jetzt irgendwas darüber erfahren würden, was der wirkliche Inhalt dieses Gesprächs war. Ja? Wenn Uli kennt, der weiß, dass ihm genauso das Herz blutet wie uns und wird da mal versucht haben, ein bisschen nachzubohren. Ne, wollten wir eigentlich nur kurz sagen, wer spielt am Wochenende. Ja. Habe ich dann auch gleich eingesehen. Ne, ich glaube, er wollte, oder ich weiß, dass er mir Hallo sagen wollte. Und normalerweise bin ich auch noch oben im Physiobereich im Büro. Aber weil wir hatten mehrere Stationen aufzubauen, ein paar Tore zu schleppen. Und da wollte ich mithelfen und war deshalb dieses Mal schon auf dem Platz. Und dann ist er mir entgegengekommen auf dem Platz und hat Hallo gesagt, aber keine Hallo, ne? Ja, aber ist ja klar, ist ja, wenn zwei emotionale Menschen dann miteinander sprechen und auf dem Fußballplatz miteinander sprechen, dann wollte ich gerade sagen, jeder, der selber Fußball gespielt hat, halt auf dem Fußballplatz ist alles das, was wir nicht zeigen. Aber schön, dass Tuchel und Uli auf dem Trainingsplatz engagierter sind, wie die Spieler auf dem Platz gegen Mainz, Alter. Das sollte schon zu denken gehen. Dann kann es ja auch mal emotional werden, aber über die Inhalte werde ich natürlich nichts sagen. Ja, na klar. Dann eben dran bitte Julian Wolf für die Welt. Ja, hallo Tuchel. Nach der Niederlage gegen Mainz und den freien Tagen, was macht die Mannschaft für einen Eindruck jetzt auf Sie? Ist sie wieder frischer und was war der Schwerpunkt der Arbeit oder Ihrer Arbeit mit der Mannschaft in dieser Woche? Ja, das war natürlich auch Inhalt. Denn Uli wollte kurz auch seine Meinung zu dem Spiel sagen und einfach sagen, dass wir einfach eine gute Woche wünschen, einen guten Start in die Woche. Und ich glaube, dass es die richtige Maßnahme war für uns alle. Ein bisschen Abstand. Habe ich ja auch schon gesagt. Also auch diese kritischen Stimmen in den Kommentaren teilweise, ja, würde ich Straftraining geben und so weiter. Ich denke, wir haben alle gesehen, in welchem Zustand diese Mannschaft ist. Ja, wenn du da jetzt noch Straftraining reingeballert hättest, hätte sehr wahrscheinlich bei 80% das Gegenteil bewirkt. Aber das Schöne ist, das werden wir jetzt am Wochenende sehen und wir haben ja keine englischen Wochen mehr. Wir haben jetzt jede Woche Zeit. Ne? Da kann man ja jetzt, wenn das jetzt wieder so eine Leistung ist, dann kann man die wirklich 48 Stunden am Stück, wie damals beim Bund, 48-Stunden-Lehrgang. Ich würde die 48 Stunden lang Runden um Platz laufen lassen. So wie der Felix Magath. Ich würde noch einen Hügel aufbauen mit Medizinbällen. Ich glaube, es wird den einen oder anderen nicht schaden dann. Aber warten wir erstmal das Spiel gegen Hertha ab, bevor wir jetzt schon draufhauen. Zu bekommen, auch für die Spieler. Ich habe ja in den Kommentaren gelesen, wird ein Spiel auf Augenhöhe. So von der Einstellung und auch von der Torwartleistung her. Also von daher, mal schauen. Die sich das natürlich auch anders vorstellen, anders wünschen und wir alle. So deshalb hatten wir gestern erst den Start in die Woche und vorgestern und gestern zwei sehr gute Trainingseinheiten. Heute war die Belastung ein bisschen weniger, aber Stimmung war so, wie wir sie uns wünschen. Und klar, Situation. Ja, die Stimmung war ja immer angeblich gut. Und wir trainieren ja auch alle wie die Weltmeister. Wenn es danach geht, werden wir ja schon Titelsieger. Wenn man sich auf den Platz bringt, bringt das alle nichts, wa? Und es ist schwieriger geworden, aber sie ist nicht aussichtslos. Wir müssen eine Schippe drauflegen, auf jeden Fall. Eine Schippe? Alter, eine ganze Baggerschaufel. Aber von so einem großen Radlader-Bagger. In allen Bereichen. Und ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir bereit sind, das zu tun. Ich meine, das ist... Naja, das Gefühl hat er vor jedem Spiel erzählt, dass er das Gefühl hat. Ja, auch allerhöchste Zeit. Wieder eins daneben, Christian Kunz für die dpa, bitte. Wie sieht es denn personell aus vor dem Spiel gegen Hertha?
Opa hat sich leider verletzt vorgestern, oder nee, gestern verletzt bei einer Spielform, einem Faserriss und fällt ja, ein paar Wochen aus. Naja, ne? Ich meine, Uli war da. Ne? Ihr könnt euch da zusammenreihen. Oder zwei Wochen aus, circa. Leon hat eine Knieprellung, müsste aber gehen. King hat heute nicht trainiert wegen einer Rückenblockade, müsste auch gehen und Schupo fällt. Alter, ich habe auch Rückenblockade. Kollege, check hands. Fällt aus. Wer fällt aus? Quatsch, zu viel. Müsste aber gehen. King hat heute nicht trainiert wegen einer Rückenblockade, müsste auch gehen und Schupo fällt aus. Wieder eins daneben, Heiko Niederer für Bild, bitte. Ich würde gerne nochmal nachfragen, was die Uli... Also wegen Opa, wa? Ja. Es ist gut, dass man ihn rausnimmt. Ob das jetzt wirklich eine Verletzung ist oder nicht, ist für dich wurscht. Es ist gut, dass du den Jungen jetzt mal rausnimmst, aus der Schusslinie nimmst und er wäre natürlich mega in der Schusslinie gewesen, hätte sie ihn jetzt einfach so rausgenommen. Dann wären auch gleich die Diskussionen da gewesen. Also ist das schon der smoothere Weg. Vielleicht ist er ja auch wirklich verletzt, ja, dann ist das so... Ja, dann hat sich das mit seinen Leistungen vielleicht angekündigt, die Verletzung. I don't know. Die Hoeneß-Sache angeht, es ist natürlich immer auch so ein gewisses Zeichen, wenn der Ehrenpräsident und Aufsichtsrat auf den Platz kommt. Wie bewerten Sie das so in der aktuellen Situation, dass er sich da jetzt so präsent zeigt? Und wie ist ansonsten so Ihr Austausch mit ihm? Sehen Sie ihn jetzt vielleicht ein bisschen mehr wieder in der ersten Reihe? Nee. Also, es wird mir jetzt, vielleicht sitzt er am Wochenende mit mir auf der Bank, dann würde ich sagen, er ist aber jetzt wirklich in der ersten Reihe. Aber ich glaube, das hätte er mir gesagt und das hat er nicht gesagt. Er sagt, ich glaube, es ist klar schwer für sie zu akzeptieren und vielleicht nicht spektakulär genug, aber wenn er im Gebäude ist, kommt er einfach vorbei bei mir im Trainerbüro und sagt Hallo und wir quatschen eine Viertelstunde und tauschen uns aus, weil ihm natürlich der Verein am Herzen liegt, das ist sein Verein, wie niemand anders. Deshalb möchte er Informationen haben, Stimmungen, Meinungen haben und gibt natürlich auch seine Meinung ab, ist doch klar, ist meinungsstark und ich wäre... Das wäre ja auch doch schlimmer, wenn der Uli einfach vorbeigeht und keine Meinung hätte zu der Sache, wie sie gerade ist, oder? Also. Schlecht beraten, wenn ich nicht zuhören würde. Und ich kann das nur positiv einschätzen. Ich weiß, wie man das deuten kann. Oh, jetzt kommt Uli Hoeneß und jetzt ist aber richtig Druck drauf. Ich finde es umgekehrt. Also es zeigt einfach, dass er sich kümmert, dass es ihn berührt, dass er, ja, hätte ich fast. Thomas, es berührt uns alle. Uns alle. Außer deine Spieler auf dem Platz teilweise. Aber alle anderen, die es mit dem FC Bayern halten, berührt das. Gesagt, mit anpacken will, aber der geht halt dann mal kurz auf den Trainingsplatz, wenn der Trainer da gerade ist. Und ich war sehr früh draußen, glaube eine Dreiviertelstunde vor Training. Normalerweise hätten wir das Thema nicht. Normalerweise wäre ich im Büro gewesen an jedem anderen Tag. Klar. Wenn es ein Zeichen ist, dann ist es hier ein positives Zeichen, weil seine Botschaften positiv sind. Es ist kein zusätzlicher Druck entstanden, im Gegenteil. Der hat alles durchgemacht, was man durchmachen kann und weiß, dass trotzdem in der Ruhe die Kraft liegt. Eins dahinter, Felix Fischer für Sport1. Hallo von mir. Es gab zuletzt viele Diskussionen, viel Kritik auch an Jan Sommer. Wie sehen Sie ihn aktuell, seine Situation und wie erleben Sie ihn vielleicht auch anders als sonst? Ja, das wird er jetzt auch nicht ehrlich beantworten. Er kann schlecht jetzt sagen, ja, Jan Sommer werden wir nächstes Jahr, wenn er will, kann er sich auf die Bank setzen hinterm Neujahr. Was soll er jetzt dazu sagen? Nee, ich erlebe ihn nicht anders wie sonst. Jan ist, um das mal vorauszuschicken, Top-Profi und wahnsinnig nett und unglaublich positiver Mensch. Super, den in der Kabine zu haben und in der Mannschaft. Freundlich, höflich, aufgeschlossen. Sehr selbstkritisch und ist natürlich nicht einfach, brauchen wir doch nicht drum herum reden. Also bei Bayern im Tor zu stehen, ist grundsätzlich nicht einfach, weil du im Normalfall sehr wenig zu tun bekommst, weil du dann trotzdem auf dieser Position im Fokus stehst, weil alle von dir erwarten, dass die Sachen, die dann kommen, sollst du dann auch bitte aber halten und hellwach sein. Und immer noch mal zwischendrin auch einen unhaltbaren. Klar, und wenn dir das nicht gelingt, und Jan hat mit Sicherheit eine Phase, in der er unglücklich spielt, in der Dinge gegen ihn laufen, manchmal mit ein bisschen Schuld von ihm, manchmal tatsächlich auch unverschuldet,
wenn Spieler einfach mit ihrem schwachen Fuß in den Innenpfosten treffen und in den Torwinkel treffen, dann, ja, das gehört aber leider, muss man auch ehrlich sein, zum Torwartspiel dazu, dass du ein bisschen Spielglück hast, dass die Sachen für dich laufen. Das tut es gerade gar nicht, deshalb steht er in der Kritik und ja, geht damit. Nee, er steht nicht deswegen in der Kritik, weil Man City im Hinspiel in den Winkel schießt. Ja? Steht in der Kritik, weil er gegen Mainz den versucht, einen Ball zu fangen, den er einfach nur über die Latte lenken muss, Alter. Und weil er im Spielaufbau, oder kannst du ja niemals Aufbau nennen, da muss ja sagen, in der Suche nach einem Mitspieler Bälle spielt, Alter, da krausen sich mir die Fußnägel hoch. Ja? Deswegen steht er in der Kritik. Klar, kannst du mal so einen unhaltbaren halten, das wäre schön. Aber er steht jetzt nicht in der Kritik, weil wir irgendwelche Sonntagsschüsse als Gegentore kassiert haben, Alter. Eieiei. Also, Tuchel, langsam, ne? Mit so um, wie man sich wünscht, dass jemand damit umgeht. Ich glaube, das Beste ist, das als Realität anzunehmen und als Lernprozess anzunehmen. Das Vertrauen hat er weiterhin von uns und pushen ihn. Ja. Maximilian Koch für die Abendzeitung. Die ganzen Spieler pusht, den ihr so vertraut. Sind Sie parallel zum Sportlichen auch schon ein bisschen in die Kaderplanung für die nächste Saison eingestiegen mit Brazzo und Marc? Ich steigere mich da gerade schon wieder rein, Leute. Verzeiht mir. Marco Neppe, oder wann beginnt dieser Prozess für Sie? Der beginnt, glaube ich, mal nächste Woche, weil wir leider wieder eine ganze Woche haben. Können wir uns damit, glaube ich, mal befassen. Noch ein paar mehr Wochen vorher. Im Moment, durch die Kürze der Zeit, durch die Vielzahl der Spiele, durch die Vielzahl dann auch der Eindrücke waren wir jetzt sehr, sehr auf den täglichen Prozess fokussiert, um auch ein Bild zu kriegen, Meinungen abzuklären, Feedback zu bekommen und uns selber erstmal ein Bild zu machen. Der Austausch läuft trotzdem. Naja, das Bild kann ja nicht so gut sein. Das täglich, sehr klar, auch über kleine Rückmeldungen und Eindrücke und natürlich über die Spiel- und Trainingsleistungen. Aber ich glaube, in das Thema an sich steigen wir nicht vor nächster Woche ein. Eins daneben, Julian Buhl für T-Online, bitte. Ja, hallo, Sie haben gerade schon gesagt, die Situation in der Meisterschaft wäre schwieriger geworden, aber nicht aussichtslos. Da würde ich gerne nachfragen, was sind da die Punkte, die Ihnen Mut machen, dass Sie es noch drehen können, und konkret nochmal auf die Mannschaft nachgefragt. Sie haben gesagt, die hat ausgelaugt gewirkt nach dem Spiel. Ja. Wie haben Sie das da dagegen gesteuert, abgesehen von den freien Tagen? Und welchen Eindruck hat die Mannschaft auch diese Woche auf Sie? Wir sind sehr ehrlich miteinander. Also niemand kehrt, wir sind die allerletzten, die irgendwas unter den Teppich kehren. Wir sind sehr kritisch miteinander, wir sind ehrlich miteinander. Die Mannschaft kennt meine Meinung zu diesem Spiel inhaltlich, aber auch von der Emotion, von dem Willen, sich aufzulehnen. Und es gibt im Sport, in der Saison, und das ist ja das Schöne, immer die Möglichkeit, es auch wieder gut zu machen. So, deshalb... Nee, die Möglichkeit hast du halt nicht mehr, das wieder gut zu machen. Weil wenn Dortmund 5 Spiele gewinnt, kannst du gar nichts wieder gut machen. Ja? Also diese Aussage ist halt auch schon wieder. Weil was bringt uns das, wenn wir jetzt ein gutes Spiel gegen Hertha machen und selbst alle letzten 5 Spiele gewinnen sollten, wenn Dortmund alle 5 Spiele gewinnt. Also mit wieder gut machen, kannst du wohl eher abschreiben. Ja? Also da sollte man auch mal ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen bleiben und mal ein bisschen den Ton mal innerhalb der Mannschaft mal ein bisschen anziehen, habe ich so das Gefühl. Wir haben jetzt in den letzten 2 Spielen 5 Punkte abgegeben, total unnötig, zweimal nach Führungen, sehr, sehr untypisch für uns und für den Anspruch. Ja, wie denn, wenn man nicht aufs zweite Tor geht und dann das Fußballspielen einstellt? So, wie soll man dann solche Spiele gewinnen, Alter? Man muss halt einfach mal ein zweites, drittes, viertes Tor schießen, wie wir es sonst auch tun. Aber nein, machen wir ja nicht. Wir schießen ein Tor und dann denken wir, oh ja, komm, wir gehen jetzt vom Platz, setzen uns da hin, essen eine Bratwurst, trinken ein Bierchen. Und dann kommen wir die letzten 5 Minuten nochmal wieder und gucken mal, was passiert ist. Den wir haben. Und meine Meinung ist, dass Ehrlichkeit und Offenheit in dem Umgang der beste Weg ist, da auch einen Schritt weiterzukommen. Da würde ich echt gerne mal Mäuschen spielen. Inwieweit da, was er jetzt hier gerade erzählt, da mal klar kommuniziert wird. Alter, da müsstest du den Kimmich zusammenpfeifen, wo der gegen City nicht, wo er nicht einmal auf der 6 war. Nicht einmal. Da waren so eine Löcher. Und vom Müller im Spiel in Mainz, Kimmich auch in Mainz, wo ich gar nicht erst anfangen war. Da möchte ich mal gerne zuhören, ob da mal ehrliche Worte gesprochen werden. Ich glaube nicht, dass jetzt dieser Eindruck komplett... Wenn dem so wäre, dann würden ja mal andere Spieler auflaufen. Dann würde ja mal ein Gravenberg auflaufen. Dann würde mal ein Tell auflaufen. Aber die werden wieder nicht auflaufen.
wird eher ein Koretzka auflaufen, der eine Knieprellung hat, wenn er gerade eben wieder so ein bisschen laufen kann. Darauf wird das hinauslaufen. Und vorne läuft wahrscheinlich ein Gnabry im Sturm auf oder ein Mané. Nett getäuscht hat, dass wir ausgelaugt wirken, dass es anstrengend ist für uns gegen Widerstände aufzulehnen. Und trotzdem haben wir es aber auch schon gezeigt. Es gibt keinen größeren Widerstand als in Man City. Es gibt keinen größeren Widerstand als in Chelsea. What the fuck? Wo haben wir denn in Man City Gegenwehr geleistet? Was labert ihr denn jetzt bitte für eine dumme Scheiße? Alter, du hast so lange Gegenwehr geleistet, wie es 1-0 stand. Danach hast du gar keine Gegenwehr mehr geleistet. Nichts. Du kannst froh sein, dass du in den letzten 20 Minuten nicht noch 3 Tore mehr bekommen hast. Was erzählt er denn jetzt? Alter. Vielleicht sollte der Tuchel mal die Vereinsbrille abnehmen so langsam. Junge, was ist los? Champions League spielt zu Hause gegen Man City und nach dem 0-3. Und da haben wir gezeigt, dass wir es können. Es ist eher die Wiederholung, die Konstanz in Spielen, die Konstanz alle 3 Tage, die uns abgeht. Und dazu gehört natürlich nicht nur der Wille, sondern es gehört auch, ja, es gehört auch Energie, es gehört auch eine Frische. Und deshalb auch die 3 Tage frei und deshalb auch immer noch positive Ansprache, deshalb immer noch Trainingsformen, die einem viele Erfolgserlebnisse, viele Aktionen, viele Handlungsmöglichkeiten geben, um die Spieler einfach da zurückzubringen, weil das Vertrauen. Also wenn das nicht knallt am Sonntag, ja, wenn das nicht knallt, wenn das nicht ein super überzeugendes Spiel wird, ganz ehrlich, dann. Steht ihr? Dieses explodierende Kopf-Smiley? Also wie kann man denn jetzt sich wieder an den Sachen da hochziehen und so ein dünnes Zeug labern, was er gerade macht? Alter, anstatt einfach mal Tacheles zu reden und sagen, düpp, ist scheiße, das muss besser werden. Nee, wir ziehen uns immer noch an 70 guten Minuten in Man City hoch, an einen Sonntagsschuss, der irgendwie im Winkel gelandet ist. Alter, was ist los mit unserem Verein? Und nicht vollkommen weg ist in die Spieler, aber die Spieler, glaube ich, ja, als Mannschaft oder unsere Mannschaft traut sich selber so nicht mehr über den Weg. So. Da sind wir im Moment dran. Ja, dann nehmen die doch mal raus, die Spieler, die Klarheit so agieren. Und natürlich werden alles dafür tun, denn da eine Reaktion zu zeigen, direkt. Wir haben es oft von uns verlangt, wir haben es nicht regelmäßig hinbekommen, aber es noch. Du hast es nicht einmal hinbekommen. In den letzten sechs Spielen. Nicht einmal. Wir haben ein Spiel glücklich gewonnen in Freiburg. Punkt. Sonst nichts. Null. Und nach jedem Spiel das gleiche Gelaber. Ja, wir müssen jetzt aber mal eine Reaktion zeigen. Und ja, hier, da haben wir ja gute 10 Minuten gehabt. Da haben wir in Man City haben wir ja nur 3-0 verloren. Das ist ja okay. Da haben wir ja ein super Spiel gemacht. Alter, in was für einer Welt leben wir denn mittlerweile? In was für einer Welt leben wir denn? Alter, ich habe das von jedem wirklich erwartet, aber nicht vom Tuchel, Alter. Junge, also jetzt mal nach 6 solchen Spielen, ja, wo nicht eins gut war, Punkt. Da muss man einfach mal eine andere Gangart einschlagen. Ja. Noch nicht zu spät. Nee, ist noch nicht zu spät. Ist noch nicht zu spät. Ne? Deswegen machen wir auch jetzt, weil ist noch nicht zu spät. Weil wir es noch in der eigenen Hand haben, deutscher Meister zu werden. Es ist nicht zu spät, Leute. Macht euch keine Sorgen. In der Mitte Manuel Bunke für TZ und Merkur. Was ein dummes Gelaber bisher. Was muss denn jetzt noch passieren im Hinblick auf Mathis Tell, dass er jetzt auch mal von Anfang an dann spielen darf? Wow. Danke, lieber Journalist. Wer war's? Hallo, Herr Tuchel. Nein. Ist noch nicht zu spät. In der Mitte Manuel Bunke für TZ und Merkur. Manuel Bunke. Alter, du hast auf jeden Fall einen Stein bei mir im Brett. Bin jetzt sehr gespannt, was kommt. Ich gebe keine Prognose ab. Wahrscheinlich irgendein Rumgeeier. Hallo, Herr Tuchel. Nein. Was muss denn jetzt noch passieren im Hinblick auf Mathis Tell, dass er jetzt auch mal von... Was muss noch passieren? Wir haben keinen Stürmer mehr, keinen Neuner im Kader, außer Mathis Tell. Der darf nicht spielen. Mal gucken, was da passieren muss. Anfang an dann spielen darf. Also warum hat er die Chance bisher noch nicht bekommen? Er ist ja, hat jetzt länger trainiert, Schuppo fällt wieder aus. Ist es, was fehlt ihm noch? Ist es nur das Alter, weil er einfach zu jung ist? Oder?
Das, wenn ich das höre, ne, da könnte ich ein extra Video zu aufnehmen, Alter. War Lionel Messi zu jung, als er ein Barca-Stammspieler war? Oder guck jetzt nach Barca, Guti oder wie sie alle heißen. Musiala bei uns. Kannst du weitergehen? Wie jetzt Havertz in Leverkusen mit 17 Jahren in der Bundesliga aufgelaufen und so weiter und so fort. Haben Sie noch ein, zwei Sachen, wo Sie sagen, wenn er das noch umstellt, abstellt, dann hat er sich den Startplatz auch noch verdient? Da gibt es schon ein paar Sachen. Also es ist nicht das Alter. Das Alter ist eigentlich relativ uninteressant. Und trotzdem ja, ganz ist er genau. Gestern erst 18 geworden, nicht vergessen. Deshalb ist schon die Frage, ob man ihm da auch jetzt einen Gefallen tut, da reinzustellen. Das will schon gut abgewogen sein. Und den Ruck. Ob man ihm einen Gefallen tut, ihn da jetzt reinzustellen? Ich bin fassungslos. Ich sage ihm dann umzusetzen, dass er dann der Heilsbringer ist. Ich glaube, da sind im Moment auch andere noch mal mehr gefragt, die mehr Erfahrung haben und die solche Situationen schon mal bewältigen. Also, um das mal ein bisschen kurz aufzudröseln. Es ist völlig richtig, dass in dieser Situation andere Spieler mehr gefragt sind. Ja? Wie ein Kimmich, wie ein Goretzka, wie ein Müller. Gehen wir in die Offensive weiter. Wie ein Gnabry, Sané, Musiala nehmen wir mal außen vor. Wie ein Mane. Natürlich sind die alle mehr gefragt. Und natürlich müssen die da vorangehen. Tun sie aber seit Wochen und Monaten nicht. ...geklickt haben oder mehr Spielerfahrung haben. Und, was ein dummes Gelaber, ja, Alter. Wenn, das sind andere Situationen, glaube ich, wenn einfacher für einen 18-Jährigen auf der Nummer 9. Ja, das ist super schwer, beim FC Bayern auf der Nummer 9 aufzulaufen. Nach den Leistungen, die wir in den letzten Wochen auf dieser Position gesehen haben. Junge, Alter. Er kann es doch nicht schlechter machen, als es ein Gnabry gemacht hat. Es geht nicht. Es geht nicht schlechter. Und jedes Mal, wenn er reinkommt, mal 15, 20 Minuten, ist er in den 15, 20 Minuten auffälliger, wie die ganze verkackte Offensive, die ab 85 Minuten vorher auf dem Platz steht. Und dann setzt sich der Trainer dahin und erzählt, ja, nee, da tun wir ihm ja keinen Gefallen mit, der hat da ja einen Rucksack auf und da muss ein erfahrener Spieler dahin, weil der in der Verantwortung steht. Alter, was ist los mit den Leuten? Was sollen wir denn mit so einem Trainer bei uns? Das heißt, du kannst am Ende der Saison Tell, Gravenberg, Mats Rui, kannst du direkt wieder verkaufen. Kannst du sagen, geht besser woanders hin, wo ihr euch entwickeln könnt. Ihr werdet eh nicht spielen. Ihr seid nicht erfahren genug. Ihr seid zu jung. Das macht keinen Sinn. Den Rucksack wollen wir euch nicht aufsetzen. Setzt euren Rucksack auf und wandert weiter. Alter, wo ist denn mal ein Trainer, der wie Louis van Gaal ist, Alter? Der einfach mal einen guten Spieler sieht und den reinwirft. Was ist denn los mit dem ganzen verweichlichten Scheiß? Bei Bayern München dann sofort zu performen. So die, Alter, er hat eine gewisse Unbekümmertheit. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass er bei seinen Kurzeinsätzen jetzt jedes Mal sofort getroffen hat. Und ich finde, es muss schon... Alter, das ist jetzt echt sein Ernst. Was er jetzt gerade formuliert, ist sein Scheiß Ernst. Wirklich? Ja, der Blick passt gerade. Wir haben in sechs Spielen, ein Stürmertor durch Mané in Mainz. Sonst hat kein Stürmer getroffen. Sonst haben Innenverteidiger mal ein Tor gemacht. Und was will er uns jetzt erzählen? Einen kontinuierlichen, nachvollziehbaren Weg geben, wie du in die Startelf kommst. Also, und der wäre für mich jetzt für ihn... Er muss ein Tor schießen, ja? Ohne Vorwurf, der wäre für mich so, okay, ich bin erstmal Joker, ich bin der reinkommt, ich habe eine Torbeteiligung, ich habe selber ein Tor, ich habe wieder ein Torbeteiligung. Alter, jetzt mal, gleich platzig, Alter, gleich platzig wirklich. Ich habe so viel vom Tuchel gehalten, wo er zu uns gekommen ist, Alter, was er jetzt gerade erzählt, ist doch sowas von eine dumme Scheiße. Alter, dieser Spieler kommt aufs Feld. Wenn es 2-1 steht oder 3-1 steht, wenn das Spiel gelaufen ist, dann kommt dieser Spieler aufs Feld und darf ein bisschen was zeigen. Dann, wenn die Mannschaft am Boden ist, ja, und jetzt setzt er sich dahin und misst ein Tell daran, ob wenn er reinkommt in den 15 Minuten, muss er ein Tor schießen oder ein Tor vorbereiten, dann hat er vielleicht mal eine Chance auf die Startelf. Alle anderen, die da die ganze Zeit, die 80 Minuten auf diesem Feld stehen, seit 6 Spielen in Folge, haben keine Torbeteiligung oder ein Tor geschossen. Dann darfst du die alle nicht aufstellen. Dann spielen wir nur noch mit 5 Leuten. Beteiligung, ich habe das Spielglück mit auf meiner Seite, ich habe eine Unbekümmertheit und dann bist du bereit. Jetzt aus den letzten Eindrücken direkt dann in die Startelf.
weiß ich jetzt nicht, vielleicht widerlege ich mich selber übermorgen, aber normalerweise würde ich sagen... Das bleibt zu hoffen, Thomas, das bleibt zu hoffen, damit du noch einen Eckel für einen Respekt von mir bekommst hier auf diesem Kanal. Am Sonntag ist es ja quasi auf Junge, Papier, Alter, was ist das denn für eine Argumentation? Jetzt mal ernsthaft, sieh nur ich dazu? Er kann doch nicht sein Ernst sein. Er argumentiert damit, dass er ein Einwechselspiel in eine Mannschaft reinkommt und keine Torbeteiligung hat. Obwohl alle anderen Spieler, die 18 Minuten auf diesem Feld sind, seit 6 Spielen keine Torbeteiligung haben. Alter, ich bin fassungslos. Der Junge ist der auffälligste Offensive, wenn er reinkommt. Wahrscheinlich leichteste Aufgabe, aber trotzdem wird es wahrscheinlich wahnsinnig gefährlich. Gerade jetzt. Weißt du, aber dann überlegen wir, ja, wen holen wir denn nächstes Jahr? Ein Kudumiani für 120 Millionen, der 23 Jahre alt ist, der eine gute Saison hatte, oder den Osmar Bimbidi da aus was weiß ich, der ein gutes Jahr hatte, vorher in Wolfsburg gar nichts auf die Kette gekriegt hat, oder wir holen einen Harry Kane, der 2 Jahre noch gut performen kann. Alter, du hast schon seit 6 Spielen die Chance gehabt, den Jungen einfach reinzuwerfen. Gib ihm doch 2-3 Spiele. Wenn er dann mit dem Druck nicht klarkommt, ja, dann kannst du ihn immer noch rausnehmen und kannst ihn meinetwegen langsam aufbauen oder ihn ja verleihen oder wie auch immer. Aber er kriegt doch gar nicht die Chance. Er bekommt doch gar nicht die Chance, es zeigen zu können. Die bekommt er nicht. Alter, und wenn nicht jetzt, wann dann? So, hätten wir den mal gebracht vor 6 Spielen und er hätte, keine Ahnung, jetzt dann, wenn du die Spiele dabei nimmst, plus die 5, die noch kommen, wären 11 Spiele gewesen. Vielleicht hätte er 5-6 Tore gemacht, hätte ein paar Vorlagen gemacht. Hätten wir dann irgendwie eine Diskussion gehabt, dass wir nächstes Jahr 100 plus Millionen in die Hand nehmen müssen? Nee, müssen wir nicht, weil dieser Spieler geholt wurde mit dem Hinblick, ja, es könnte mal der nächste Mbappé werden, das wird ein 30-Tore-Stürmer. Ja, wie soll er das werden, wenn er noch nicht mal in dieser Phase, wo wir keinen Stürmer haben, nicht spielen darf? Unter Paul Dardai, wie schätzen Sie die Härte ein? Ja, unberechenbar jetzt natürlich, mit Trainerwechsel, total unberechenbar. Deshalb ein Grund mehr, uns komplett auf uns zu fokussieren. Und für uns ist im Moment gar nichts einfach. Es ist, ich glaube, dass, wenn es irgendeinen Vorteil gibt aus den beiden Ergebnissen zuletzt, dann der, dass die Situation sonnenklar ist, auch die Situation uns gegenüber, auch die Haltung, die wir uns gegenüber haben müssen. Wir müssen Erwartungshaltung zurückschrauben und auch nicht mehr zu viel von uns erwarten, sondern so. Zu viel von uns erwarten? Zu viel von uns erwarten? Alter, gleich. Uns da reinbeißen und nicht zu schade sein, einfach das, egal wie man das nennen mag, auf Augenhöhe erstmal anzugehen und das dann halt. Ich bin fassungslos. Ich bin gerade echt fassungslos, Leute. Wir sollen es jetzt auf Augenhöhe gegen Hertha BSC. Wir müssen jetzt erstmal auf Augenhöhe mit Hertha BSC kommen und es angehen. Halt erstmal zu bestätigen, für Schritt für Schritt, Minute für Minute und dann den Sieg einzufahren. Und dann können wir entscheiden, ob wir jetzt standesgemäß waren oder nicht standesgemäß. Aber wir müssen jetzt erst liefern. Und über die Ausgangslage zu philosophieren macht für uns in unserer Tabellensituation, aber vor allem aus den letzten Ergebnissen der letzten Spielen überhaupt gar keinen Sinn mehr. Hier links David Fairhoff für Bild. Hallo Herr Tuchel. Sie haben gerade gesagt, dass Upamecano ausfällt, auch Alfonso Davies fällt aus. Ja. Wahrscheinlich wird Cancelo ja links verteidigen. Haben Sie schon eine Idee? Wird Pavard dann nach innen rücken und rechts Masraoui verteidigen? Ja, wer denn sonst? Stell doch nicht so dumme Fragen, Alter. Bild dir deine Meinung, Alter. Wenn du dich ein bisschen in unserem Scheißkader auskennen würdest, wirst du wissen, dass es sonst keine Alternative gibt auf der Innenverteidigerposition. Sollen wir ein Herz zaubern? Verteidigen zum Beispiel? Vielleicht. Und wie haben Sie die Aussagen von Masraoui aufgefasst? Finden Sie das positiv, wenn sich ein Spieler, es war vor 2 Wochen ungefähr, da hat er geäußert, dass er mit der Situation hier nicht zufrieden ist. Finden Sie das positiv, wenn ist das auch dieser Druck, den Sie meinten, der kommen muss, dass die Spieler rein wollen in die Startelf? Ja, noch viel besser von Leistung als durch Interviews. Also das Interview lese ich nicht, deshalb hat es keinerlei Einfluss, wie ich mit dem Spieler umgehe. Ich bin nie auf jemanden böse, weil ich nie was lese. Ich weiß nichts. Und klar, ich will auch, dass er mehr spielt, weil wenn er mehr spielt, heißt es, er ist der beste Rechts-
Thomas, mit dem Wort gräbst du dir jetzt gerade aber ein ganz tiefes Grab bei mir. Ich hoffe, das weißt du. Der Linksverteidiger im Kader, wunderbar. Die stellen sich alle, am Ende stellen sich alle selber auf. Und, Aha. Also ich glaube, dass der Tell schon der aktuell beste Neuner bei uns im Kader ist. Mal ganz davon abgesehen, dass er der einzigste Neuner ist. Wird er aufgestellt? Aber stellen sich ja von alleine auf. Das ist die Message. Jeder bekommt Respekt. Hoffentlich maximale Unterstützung von uns und dann ist jeder gefordert. Und bei Bayern München liegt der Standard so hoch, dass ja, ganz genau. Du, wenn du nur 5 Minuten bekommst, dann musst du in den 5 Minuten liefern. Du kannst nicht werten. Du kannst weder das Spiel werten, gegen wen du den Einsatz bekommst, noch die Zeit. Das ist einfach der Standard in diesem Club. Deshalb musst du immer, immer, immer Topleistung. Ja. Aber es bringen doch die Spieler dieser 6 Spielen spielen keine Top-Leistung. Die bringen gar keine Leistung. Wie kann man denn dann von den Einwechselspielern sowas verlangen? Das ist dasselbe dumme Gelaber wie beim Tell gerade. Er muss eine Torbeteiligung herzaubern. Er muss sich also den Ball selber vorlegen, selber reinköpfen. Weil er gar keine in der Lage ist, ihm einen Ball aufzulegen. Das passiert ja gar nicht. Alter. Bringen. Bin fassungslos gerade. Und dann stellst du dich selber auf, weil das bewirkt was, macht was mit dir, es macht was mit deiner Haltung, es macht was mit deinen Mitspielern und dann bestätigst du das und dann geht der Wunsch in Erfüllung. Sich was zu wünschen ist eine Sache, aber an was dafür zu tun und das zu erzwingen ist auch nochmal eine andere Sache. Ich sage jetzt nicht, dass das nicht zusammenpasst, aber jeder muss in jedem Training bei Bayern München, in jedem Spiel, egal wie kurz, wie lang die Einsatzzeit ist, dafür sorgen, dass er am nächsten Spieltag wieder spielt. Wow. Die Worte muss ich mir im Nachhinein klippen. Also wenn wir die Worte jetzt als Maßstab nehmen, darf Müller und Kimmich definitiv gegen Hertha nicht auflaufen. Ja, um es mal ganz klar zu sagen. Mal ganz klar. Die dürfen nicht auflaufen. Punkt. Da gibt es keinerlei Berechtigung. Die ist nicht vorhanden. Alle zufrieden schon? Das war kurz. Ein letztes Handzeichen. Florian Eckel nochmal bitte für den Bayerischen Rundfunk. Ich hätte nochmal eine etwas andere Nachfrage. Und zwar in der dritten Liga gab es jetzt ein Spielabo aufgrund eines Becherwurfs auf einen Schiedsrichter. Es passieren immer mal wieder solche Sachen jetzt. Schiedsrichter kommen in Fokus im Amateurbereich, fehlen wahnsinnig viele Schiedsrichter. Wie sehen Sie es aus Ihrer Sicht? Was für eine Vorbildfunktion haben Sie als Trainer, aber auch die Vereine, was so ein bisschen auf den Amateurfußball abstrahlen sollte? Was von mir abstrahlen sollte? Gar nichts. Das ist wieder so eine Fotzenfrage. Ne? Da fragt man jetzt so, ja, finden Sie das gut, dass Sie so ein schlechtes Beispiel sind, wenn Sie an der Außenlinie emotional auf- und abspringen? Was hat das für eine Wirkung auf den Amateurfußball? Das ist eigentlich die Frage, die er stellen möchte, aber er traut sie sich nicht zu stellen, deswegen formuliert er sie so. Ja, es ist eine super schwierige Aufgabe als Schiedsrichter, das steht doch, ist doch völlig klar. Und ich habe großen Respekt davor. Ich habe das jetzt nicht mitbekommen, dass es einen Vorfall gab. Ich glaube leider, dass es schon immer Vorfälle gab. Vielleicht war es dann nicht so medial präsent. Und jeder einzelne Vorfall ist einer zu viel, ist doch klar. Egal ob gegen Schiedsrichter oder gegen Spieler oder Betreuer oder gegen wen auch immer. Wir wollen alle in einer gewaltfreien und toleranten Gesellschaft leben und Sport machen. Ich hatte mal eine längere Diskussion bei der UEFA mit dem Chefausbilder oder Chef des Schiedsrichterwesens in der UEFA, der gesagt hat, ja, er versucht da, oder er hat, glaube ich, seinen Sohn da dann davon überzeugt, auch Schiedsrichter zu werden, habe ich gesagt. Ich war dann da so, hat gesagt, echt wirklich, puh, das aber. Dann hat er gesagt, ja, weil der lernt, Entscheidungen zu treffen und dafür gerade zu stehen. Das fand ich ein super Argument. Da habe ich mir gedacht, ja, mich hätte er schon überzeugt, wenn ich einen Sohn hätte, würde ich das auch machen. Aber klar, es ist so. Es ist im Eifer des Gefechts auch für mich nicht immer einfach, die Entscheidungen zu tolerieren. Ich glaube, dass der Fußball an sich da lernen kann vom Rugby, vom Handball. Vielleicht muss man da auch einfach nochmal die Regeln nochmal klarer haben bezüglich Reklamieren, Schiedsrichter angehen, um einfach die Autorität eventuell zu... Das Reklamieren sollte man jedes Mal eine gelbe Karte ziehen. Dann wäre das innerhalb von 5-6 Spieltagen durch. Ja. Das geht mir auch so auf den Geist, dass jeder
Spieler bei jeder Schiedsrichterentscheidung, der rennt den Schiedsrichter noch 20 Meter hinterher, um ihm irgendwas zu sagen. Was hat das für einen Sinn, Alter? Ich würde direkt immer gelb ziehen. Jeder Spieler, der meint, er muss da einen Senf beigeben, gelb. Punkt. Fertig. Gehört sich nicht. Ja, fertig. Zu stärken. Und dann, dann brauchen wir maximale Qualität bei den Schiedsrichtern natürlich auch, um dem Level im Spiel gerecht zu werden. Dann haben wir die Frage beantwortet vielleicht. Hoffe ich. Eine letzte dann noch. David Fehoff nochmal. Heiko Niederreiter. Ah, Heiko Niederreiter, du bist es. Habt ihr getauscht. Wenn noch eine Frage da ist, nehme ich noch eine. Der Meisterkampf wird jetzt ein bisschen zum zeitversetzten Duell. Dortmund und Bayern spielen, glaube ich, bis auf den letzten Spieltag nicht mehr zeitgleich. Hat das für Sie irgendeine Bewandtnis vor oder wirklich? Nach? Ja. Was passiert? Wann spielen wir nicht mehr zeitgleich? Ich glaub, nur den letzten Spieltag. Nur der letzte. So wird auch wieder geändert. Ja, wir müssen ja hier, wir müssen mehr Money machen. Deswegen gibt es nur noch einen Spieltag, wo gleichzeitig gespielt wird. Ja, nicht mehr zwei, den Luxus können wir uns nicht mehr erlauben. Ja, war das nicht mal die letzten zwei? Ja, das wurde geändert. Okay. Ändert das für Sie irgendwas in der Planung, wie, was den Druck oder was ich was angeht? Wie guckt man zum Beispiel heute Abend Dortmund? Schaut man da drauf oder lässt man das? Vor allem muss man sagen, dass Dortmund legt diesen Spieltag vor, danach müssen wir vier Spieltage vorlegen. Ja, was natürlich in meinen Augen ein Riesenvorteil für Dortmund ist. Weil ich glaube nicht, dass wir diese vier Vorlagen wirklich vorlegen. Das ist so das Problem, was ich sehe. Weiß ich noch gar nicht, ob ich das anschaue. Weil es bringt letztendlich nichts für mich morgen. Für uns ist die Ausgangslage klar. Wir haben es nicht mehr selber in der Hand. Und das Ziel muss jetzt sein, 15 Punkte zu holen. Und wenn wir so ganz klar kommuniziert, wenn wir so weiterspielen, so schwankend und wir die letzten beiden Bundesligaspiele gespielt haben, wird uns das nicht gelingen. Wir müssen zulegen. Und es ist nie zu spät, um zuzulegen, um diese Reaktion zu zeigen. Wir brauchen sie direkt am Sonntag und wir werden da auch jetzt niemanden mehr rauslassen. Wir werden bis Sonntag niemanden da rauslassen aus dieser Verpflichtung. Und dann ist Montag Training, Dienstag trainingsfrei und dann wird es am Mittwoch wieder losgehen. Die Mannschaft weiß das und wir alle wissen das und das muss jetzt, egal wie schwer es ist, wie schwer es uns fällt, das muss durchdringen. Und wir müssen das uns selber beweisen. Das ist eine Entscheidung, die wir hier zu treffen haben als Trainer und als Spieler von Bayern München. Naja, die Entscheidung hast du aber eigentlich schon vor zwei Spielen treffen müssen. Und deshalb haben die Anstoßzeiten und Spieltage und vorher oder nachher, die Zeiten sind vorbei für uns. Für uns geht es mehr denn je nur noch um uns und müssen darauf hoffen, dass wir erstmal schauen, dass wir liefern und dann müssen wir hoffen, dass es reicht. Vielen Dank. Dann bis Sonntag in der Arena. Danke, Thomas. Dankeschön, Leute. Ich bin am Ende. Ich bin von manchen Aussagen fassungslos. Ihr wart live dabei. Was soll ich noch groß sagen? Rot-weiße Grüße gehen trotz allem raus. Ich bin sehr traurig mit dieser Story über Tell, Mats Rui und dann wissen wir auch, wie die Einstellung ist da für die Jungs. Das macht mich sehr traurig. Ich bin gespannt, was Sonntag passiert gegen Hertha. Mehr sage ich dazu nicht. Bis Sonntag. Ciao.